Guten Tag. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Video. Ein Video, was schön wird, wie immer, hoffe ich. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob wir darüber überhaupt ein Video machen oder ob wir kein Video machen, weil es kann ganz schnell in den falschen Hals kommen. Schwieriges Thema. Wir fahren erstmal eine Runde 69 Turbo, würde ich sagen. Ne? Da wärst du fast vor die Säule gelaufen. Nee, ich wäre links vorbei und du rechts vorbei. Ehrlich? Genau so passt, ja. Ah, shit. Ja. Guten Tag. Na, guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag. Dazu muss man auch sagen, dass der 69 Turbo auch echt dasteht wie ein junger Gott. Ne? Oh, der Kuchen war sehr lecker. Das Auto ist ziemlich perfekt. Ja. Bis auf die Fahrzeughöhe. Wie überraschend. Aber das Ding ist jetzt wie folgt. Und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, weil das Fahrwerk, was jetzt da reinkommt, das zahle ich. Gut rabattiert, aber das zahle ich. Das Problem ist jetzt, hier ist ein Bielstein-Fahrwerk drin. Ja. Das macht seinen Job auch okay. Nur es ist wirklich krass. Ich bin am Wochenende den 993 Turbo gefahren und dann bin ich 1,5 Stunden gefahren ungefähr und danach bin ich 964 Turbo gefahren. Man spürt es direkt. Ich weiß nicht, was KW anders macht. Setzen uns mal rein, weil es ist schon kalt. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, was die anders machen. Ich will auch gerne dem auf den Grund gehen, warum so ein Fahrwerk von der Firma so massiv anders fährt als von einem anderen Hersteller. Das Bielstein-Fahrwerk hier drin ist nicht schlecht. Das wäre total falsch, wenn man das jetzt sagen würde. Nur es ist, fängt jetzt schon an, ein bisschen stockelig zu werden. Und wenn man das jetzt runterschraubt, und ich möchte im Vergleich zu jetzt, wir machen mal ein Bild rein, wie draußen aussieht. Ich möchte, wir messen gleich nochmal, genau Abstand. Mhm. Ich möchte 1 Zentimeter tiefer oder 1,5 Zentimeter tiefer, mehr will ich nicht. Nur wenn man das jetzt mit dem Fahrwerk macht, dann wird die Kacke am Dampfen sein. Dann fliegst du hier aus dem Stuhl. Und das will ich mal in diesem Video so ein bisschen auf den Grund gehen, warum das so ist. Ich möchte beide Fahrwerke nebeneinander auf dem Tisch haben. Es ist einfach super schwierig in meiner Position. Wir machen ja Videos von unserem Alltag und von unserem Leben, was wir so machen. Da gehören auch solche Sachen zu. Verstehst du meine Problematik? Ja. Weil Leute, wenn jetzt denken, ja, JP, KW zahlt dich und KW findet dich mega cool und Bischer findest du doof. Nein, ich finde Bischer nicht doof. Ich finde auch KW nicht doof. Ich finde auch nicht das eine nur gut. Nur man muss wirklich sagen, das ist mir so krass aufgefallen, bei dem Vergleich von dem 993 zu dem 964 aufgrund der Fahrwerke, da hat man es so krass gespürt. Und ich will wissen, was es ist. Somit will ich mir vor der Achse im Vergleich und hinter einfach wirklich mal anschauen. Dann messen wir die Fahrzeughöhe, dann stellen wir das KW ein auf die 1,5 tiefer oder das Maß, wenn es vielleicht kann es ja auch gar nicht so viel tiefer. Mhm. Ja, das Problem ist, wenn Gewindefahrwerke zu tief geschraubt werden, fangen die an Scheiß zu fahren. Und hier kündigt sich schon an, wenn ich hier tiefer schraube, dann weiß ich und ich kenne die Marke gut, Bielstein, dann wird das ein Schuss in den Ofen. Mhm. So, also ich möchte einfach, dass das Fahrwerk noch dementsprechend besser fährt und noch geiler performt. Wenn wir nämlich auf die Lassisee gehen, dass wir da richtig Feuer machen können mit dem Auto. Weil mein Ziel ist schon, obwohl es ein Single-Turbo ist, die bessere Rundenzeit zu fahren als der 993-Turbo. Mit dem heckangetriebenen Porsche. Okay. Ist schwierig, weil das Auto halt schon ein amtliches Turboloch hat. Und das macht das Ganze auf der Lassisee gerade sehr, sehr schwierig. Und ich habe halt sehr viel Liebe für diese Autos. Diese Autos machen es, dass ich montags wieder gute Laune habe. Ist so. Hey, warum solltest du montags schlechte Laune haben? Nee, das stimmt, aber hast du es gesehen? In der Spiegelung? Film mal bitte in die Spiegelung. Film mal in die Spiegelung von der Scheibe gleich. Ich bin so ein Spiegelungsfetischist. Ich kenne in Dortmund so 1, 2, 5, 9, 12 Stellen, wo Spiegel sind. Und dann fahre ich da bewusst vorbei und dann fahre ich so. Jetzt kann man natürlich das mit dem Thema Fahrwerk relativ schlecht zeigen. So. Ich versuche es aber zu zeigen. Weil dieser KW-Effekt, den diese Fahrwerke wirklich besitzen, hast du gemerkt, wie drüber fahren, ne? Weil die schaffen es irgendwie, und es hört sich jetzt an wie eine Liebeshymne an diese Marke, dass die Fahrwerke, dass das Auto komfortabler ist, aber trotzdem sportlicher. So, das ist ein Widerspruch irgendwie in sich. Aber es ist verdammt nochmal die Wahrheit. Die Fahrwerke sind smoother, es ist geiler, damit im Alltag zu fahren. Und wenn du knacken lässt, fahren sie besser. Ende der Durchsage. Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Seltsam, es hört sich auch echt dumm an, wenn man es sagt, aber es ist so. Es ist leider die Wahrheit, es hört sich echt dumm an. Du hast einfach das Beste von beiden Welten. Ja, und das hast du bei anderen Marken nicht. Weil, ich sag's nochmal, das Fahrwerk ist ja hier drin gewesen, wo ich den Wagen gekauft habe, das Bielstein-Fahrwerk. Ich könnte hier einfach so weiterfahren, aber ich will nicht.
Gosch hat früher auch nicht so schöne Lenkräder gemacht. Halt doch die Gosch! Das war zu der Zeit. Mann, das war das erste Airbag-Lenkrad. Ja, so sieht's auch aus. Da waren die noch größer. Ja, ist halt Geschmackssache, ne? Klar. Das ist jetzt kein wunderschönes Lenkrad, das weiß ich auch. Ja. So, wir fahren jetzt hier durch die Kurve durch. Der Reifen ist nicht heiß, der ist gerade mal warm. Jetzt fährt man hier durch. Alles ist okay. In der Kurve ist es echt ganz gut, ist aber echt es ganz ist halt gut. Nicht komfortabel, ne? Im Gegensatz zu einem KW. Nee, also in der Fahrzeughöhe ist es echt ganz gut, das stimmt. Bei höheren Geschwindigkeiten wird es auch besser, ne? Ja, also jetzt, wenn man wirklich so ganz bewusst darauf achtet, ist es okay. Ja. Muss ich wirklich sagen. Nur es ist halt nicht dementsprechend komfortabel und aus meinem Erfahrungswert, wenn man das jetzt runterschraubt, wird es nicht so. Witz, nicht so gut. Trotz alledem werden wir jetzt einfach mal beide Fahrwerke auf den Tisch legen, nebeneinander und gucken uns die Fahrwerke an. Vorher messen wir die Fahrzeughöhe hier. Und wie gesagt, nicht drauf, also ich will jetzt hier keine Tuningbude rausmachen, sondern ich will einfach, weil es gab nämlich auch vom Werk aus relativ tiefe 3,6er, zum Beispiel bei Bad Boys. In der Szene, wo der so bremst, wo die ausgeraubt werden, am Anfang. Da ist ja schon tief. Deutlich tiefer als, also nicht deutlich, aber so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter tiefer als der hier ist. Okay. Und der ist mir so ein Tick zu hoch. So, wir springen mal in die Werkstatt, machen die Räder runter, gucken das Ganze mal an und dann vergleichen wir die beiden Fahrwerke. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes Schönes machen, falls es den Leuten zu langweilig ist, mit welchem Problem ich mich rumschlage im Leben. Ich finde es interessant, das zu vergleichen, also finde ich gut. Du findest es interessant? Ja, nee, ehrlich. So nebeneinander auf dem Tisch sieht man schon... Ja, das finde ich auch interessant, wie die Philosophien sind. Weil ich kann mir vorstellen, aus dem Gefühl raus, dass das Dämpfergehäuse von dem Bichern deutlich länger ist. So. Und der ganze Dämpferaufbau, glaube ich, ist auch ein Tick länger. Was dann natürlich dann bedeutet, wenn das lange in das andere lange... Nee, wie wird das nochmal? Wir gucken es einfach auf den Tisch an. Ja. Bis gleich. Hier in der Werkstatt. Ich musste gerade hupen und hat mir angefangen zu lachen. Warum? Ich habe halt eine Sportwagenhupe. Ja. Könnte Ferrari sein, ne? Das war die Fiat 500, ey. Ich finde die süß. Ist so eine Vespa. Ja. Und wir haben gerade über was gequatscht. Und zwar habe ich neue Wörter gelernt. Ich habe wieder ein Justin-Video geguckt. Das war ein Video, da kam Flair drin vor und das, die haben gesagt Drippin oder sowas. Nein. Warte, Scheiße. Und ich habe einfach nicht geschnallt, worüber die reden. Warte. Flair, Alter, ey. Legende. Ich glaube, das beschreibt, wenn man, ich habe mich da nämlich dann reingelesen, das beschreibt, wenn deine, nein, ich sag's besser nicht, das wird so peinlich. Da Drip-Check. Justin reagiert auf Drip-Check von Flair. Das habe ich gesehen, das Video. Hä, wo steht das denn? Da. Boah, keine Ahnung, was das heißt. Drip-Check. Und das bedeutet, glaube ich, dass deine Klamotten so hot sind und so cool sind und so heiß sind, dass es wegdrippt. Dass es schmilzt. Und dann habe ich jetzt, und dann, das ist krass, aber dann gucke ich weiter, dann im anderen Video kam dann wieder was vor und die Person sagte wieder, ja, das ist Drip irgendwas. Dachte ich mir so, was ist denn hier los? Ja, ich kann das auch. Du auch nicht, ne? Okay, das ist gut. Und aber noch ein Wort. Drip-Check und ich interessiere mich da echt für, ich finde das immer krass. Weil die reden dann alle auf einmal, als ob die sich absprechen, innerhalb von einer Woche benutzen alle Jugendlichen, auch in der Firma, alle dasselbe Wort. Und ich stehe dann da, wir machen mal so, ja, Mann, ja. Drip, hä? Huh? Ey, er drippt! Also, ja, Mann, ja! Ja, Mann, ja, Mann! Ich so, das war knapp, Alter! Ja, gut, gucken wir das Fahrwerk an. Bevor wir jetzt in die Werkstatt gehen und
Fahrwerk wechseln, machen wir mal eben den Check, dass wir uns wirklich angucken, wie hoch der ist. 33. Gleich erstmal eben. 33 cm. Ja. Ja. Mhm. 33,5. Wie viel war drüben? 33,5. Okay, hier steht auf 31,5. Hier ist tiefer, ne? Ja, sieht man. Kann auch vom Boden her sein. Okay. Okay, aber das ist das Level, wo wir jetzt gerade bewegen. Und ich möchte, wenn man jetzt so drauf schaut, eigentlich, dass der Wagen nur, vielleicht sogar nur vorne einen Zentimeter, mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht. Die Felgen bleiben ja, ne? Felgen bleiben, genau. Okay. Aber es ist so, dass das Rad so ein bisschen integrierter ist. Dass er nicht so steht. Weil er dann nämlich nicht lit. Na, das stimmt. Ja, und dann beim Jib-Check fällt er nämlich durch. Fahrwerk ist draußen. Wir haben hier, das ist wirklich sehr eigenartig. Wir können es wirklich mal richtig schön vergleichen. Warte, fahren wir da hinten rum. Ich habe was anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der Dämpfer, den wir gerade gefahren sind. Das ist der Bielsteindämpfer auf der Hinterachse. Das ist der Bielsteindämpfer auf der Vorderachse. Ja? Original. Zustand ist absolut noch passabel, das passt soweit. Nur, da können wir nicht deutlich tiefer gehen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt KW. Und wenn wir jetzt die Hülsenlängen von den unteren Dämpferaufnahmen, also von dem unteren Dämpfer nehmen, sind die gleich lang. Mhm. Siehst du das? Mhm. Ja, das ist eher was, was man jetzt nicht erwartet hätte. Nee, das hätte man eher nicht erwartet. Das wundert mich schon stark. Und auf der Vorderachse. Ist er sogar länger. Der Bielstein? Der KW. Achso, der ist sogar länger. Der ganze Aufbau an sich ist schon sehr, sehr identisch. Mhm. Der Aufbau ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Was man schön sehen kann, ist, dass das Gewinde doch etwas gröber ist bei dem Bielsteindämpfer im Vergleich zu dem KW-Dämpfer. Mhm. Aber trotz alledem, auch wenn das jetzt unerwartet ist, dass ich dachte, dass der KW-Dämpfer deutlich kürzer sei, bin ich davon stark überzeugt, dass das Fahrerlebnis gleich mit dem Auto deutlich smoother, angenehmer und trotzdem sportlicher sein wird. Ich möchte aber trotzdem einmal messen, was die Unterschiede sind von den Federn vom Durchmesser. Ich hole mal den Messschieber. So, weil sehr eigenartig ist, dass die Hilfsfeder auf der Hinterachse, bei Bielstein hat diese Hilfsfeder 1 cm. Hingegen bei KW hat die 4 mm. Mhm. Ne, 6 mm. 6 mm. Das ist schon ein Riesenunterschied. Hier sehen wir die Hauptfeder. Haben wir da 1,3 cm im Vergleich zu 1,1 cm. Und da ist ja schon eine gewisse Philosophie, denke ich mal, zu erkennen. Weil der Punkt kommt nämlich auch dazu, dass wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht, sind diese Pakete in der Regel fast komplett zusammengestaucht. Ja. Die liegen aufeinander. Und wenn die jetzt aufeinander liegen, und wir gucken jetzt mal den Abstand hier, dann haben wir hier 1 cm. 1,5, 1,2 cm. Mhm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das heißt, das Fahrwerk wird dann da, denke ich mal, auch schon weiter zusammensacken können, kann ich mir vorstellen. Obwohl, dann kommt wieder die obere Feder, die wieder einen größeren Durchmesser hat. Und wird das Auto, glaube ich, wieder etwas stabiler tragen. Ne? Aber man erkennt schon, das sind unterschiedliche Philosophien, die hier zusammentreffen. Dann sieht man einmal, hier ist unten die Hilfsfeder und da ist sie oben. Das ist die Frage, wie das montiert ist. Ich denke mal, das muss eh nach unten nachher. Das kam jetzt so aus dem Karton, deswegen müssen wir schauen. Ich glaube, das würde auch keinen Unterschied machen, oder? Nee, ich glaube, Unterschied macht es wirklich nicht. So, trotzdem bauen wir das jetzt ein. Was man noch sehen kann, ist hier der Exzenterbereich ist 12 mm bei Bielstein und 12 mm bei KW. Okay, die können beide im Exzenterbereich sich gleich verstellen. Das heißt, die Sturzverstellung ist dort auf der Vorderachse möglich. Das Rad vorne mehr in die Knie gehen. Auf der Hinterachse ist das bei Porsche ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Das zeige ich euch auch gerne mal, wie so eine Hinterachse aufgebaut ist bei einem Porsche. Und auch wenn es so rüberkommt, als ob ich jetzt irgendjemand hier schlecht machen will, ist es wirklich nicht so gemeint. Ne? Also deswegen habe ich mir auch so viel Gedanken gemacht, ob das überhaupt machen soll. So, die Hinterachse ist hier hinten an dem Punkt. Und an diesem Punkt aufgehangen, okay? Das heißt so.
Und so kann das Ganze jetzt arbeiten. Jetzt kann man hier drüber diesen Punkt ein bisschen rein und rausschieben, weil das da Gummi gelagert ist. Da kannst du das ein bisschen bewegen drin. Ja? Mhm. Dass wenn du das rausschiebst, änderst du ja die Radposition, indem du da ein bisschen mehr Vorspur gibst. Okay? Ja. Ja, ich würde sagen, das Fahrwerk kommt jetzt mal rein. Mhm. Ja, ich würde sagen, das Fahrwerk kommt jetzt mal rein. Mhm. Stellen den mal auf die tiefste TÜV-Stellung, messen dann nochmal und machen dann einen Fahrvergleich und wollen gucken, ob das wirklich so ist, dass ich dem Bücherfahrwerk da nichts Unwohles getan habe. Ich will es wirklich auch für mich wissen, weil so auf dem Tisch ist es schon wirklich erschreckend, überraschend, dass sie doch so identisch sind. Mhm. Aber bis jetzt war dieser KW-Effekt schon wirklich immer da, ne? Im Anfedern. Anfedern bedeutet, du rollst mit deinem Auto lang und da ist so eine Querfuge und das, der Reifen berührt wirklich in der gleichmäßigen Fahrt vorne diese Querfuge und bekommt dann ja so einen gleichmäßigen Schlag vorne drauf. Und das ist da meiner Meinung nach, wo die Fahrwerke absolut ihr Können zeigen, weil es mit einer unheimlichen Präzision und Gleichmäßigkeit passiert, dass du als Fahrer nämlich in der Regel nichts merkst. Und das ist das, was geil ist. Dann denkst du dir, ah, okay, so ein Smoothie-Movie-Fahrwerk. Und dann gehst du in die Kurve und denkst dir so, boah, krass, der hält den Wagen aber echt sehr stabil und es neigt nicht so doll. Neigen ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort, denn die Stabis beim Porsche gehen hier unten entlang. Und der Stabi ist hier ganz schön eigentlich zu zeigen. Dieser Punkt, ja, ist mit diesem Punkt verbunden. Ja. Und zwar die Stange ist hier drunter und die beiden sind dann hier verbunden. Wenn man jetzt hier so, sieht man meine beiden Hände? Ja, nee, nur die, doch, okay. Doch, sieht man. Ja. Sieht man so. Ja. Wenn man sich die Kurve fährt, dann geht ja das Fahrzeuggewicht neigt sich ja rüber und dann biegt sich ja die eine Seite nach oben, ja. Und die andere Seite, wenn da kein Stabi wäre, würde gar nichts tun. Ja. Ausfedern. Doch durch die Verbindung von diesen beiden Punkten, durch den Stabi, hast du immer eine gewisse Energie, die auf die andere Seite rübergeleitet wird. Und das ist der Grund, warum wir im Auto nicht so doll nach rechts und links neigen. Wenn man zum Beispiel so einen alten Cadillac, wir steigen mal eine Szene rein von so einem alten Film aus den 60er Jahren, Straßen von... Gab es nicht auch so eine... War nicht Ente auch so krass? So? Boah, ja, Ente können wir auch reinmachen, ja. Rein. Ich glaube, eine Ente ist sogar ein Auto, was ohne Stabilisator fährt. Genau, eine Ente hat ja die Dämpfer über so Zugstreben unter dem Auto längs. Okay. Das hat ja keine Dämpfer so, sondern irgendwelche Zugelemente, die so gehen. Und da siehst du es ja massiv, was da passiert, wenn du nicht da stabilisierst. Haben wir jetzt gesehen? Die Jungs sorgen dafür, dass das nicht so doll passiert. Das heißt, wir werden demnächst auf jeden Fall mal ein Video machen, wo wir den Stabi mal dicker machen und wollen dann auch Lassisema von vorne filmen, dass wir sehen können, dass das Auto sich weniger neigt. Doch in dem Moment, wo das Auto sich weniger neigt, heißt es ja auch gleichzeitig, dass die Komponenten wie Fahrwerk und Reifen dort einen krasseren Job haben. Ja. Sonst würde man ja einfach von vornherein das komplett starr machen. Ja. So einfach ist es auch nicht. Ja. So, Fahrwerk rein. Millimeter zu tief. Okay, und drüben? 2 Zentimeter fast. Ja, okay. Krass. Echt krass. Die Winde sind auf beiden Seiten gleich, aber das Fahrzeug verhält sich jetzt rechts und links sehr unterschiedlich. 310. Das vorne finde ich perfekt auf der Seite. Und hier auch 310. Hier ja, also machen wir nur hinten. Hier sehen wir 1 Zentimeter unter. Komm, hol meinen Wagen her, wir machen das eben hier. Geil, ne? Dieses Auto ist einfach nur Sex. Oder? Ja, schon geil. Jetzt steht er perfekt. Er ist deutlich tiefer als vorher. Definitiv. Jetzt muss er nur noch besser fahren. Ja. Und dann haben wir heute schon wieder was Gutes geleistet, ne? Eine gute Tat. Dann fahren wir jetzt. Los geht's. Legria. Jetzt bin ich gespannt, wie Fritten fährt. Ganz ehrlich, vielleicht habe ich mich auch vertan, dass das Bilstein-Fahrwerk doch das ist, was man aus dem 964 rausholen kann. Vom Fahrgefühl und von der Fahrperformance. Kann ja auch sein, dass meine KW-Brille zu lila war. Kann ja eigentlich nicht sein.
Also klar, wir hören, dass es schleift, aber dann hätte es ja auch mit dem anderen geschliffen, weil wir springen jetzt von 1,5 cm tiefer und wenn der es gerade einfedert, federt es ja trotzdem ein. Das wundert mich jetzt. Oder? Also vom Dämpfen her finde ich es gut, aber ich muss sagen, ich finde es nur knapp unter 10% finde ich in diesem Fall nur besser. Der große Unterschied ist natürlich die Tiefe. Und dann immer noch einen Tick besser. Das ist natürlich eine geile Leistung. Wir hätten natürlich das Biechen auch runterschrauben können und dann gucken, was passiert. Aber da müsst ihr mir einfach vertrauen. Ich habe es noch nie erlebt, dass es klappt. Noch nie. Noch nie, noch nie, noch nie. Ja. Wir schrauben ihn aber jetzt trotzdem leider hoch. Ja. Wundert mich trotzdem. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das kann eigentlich jetzt nicht schleifen, weil das Rad ist gleich. Das Auto ist jetzt im Vergleich nur 1 cm tiefer als vorher. Würde ja bedeuten, damit das mit dem Biestern nicht schleift, müsste ja dann das Auto nie über 1 cm gefedert haben. Okay, der federt ja jetzt auch nochmal dazu, sagen wir mal 3 cm, 2 cm gefedert haben. Und wir sind jetzt nur um eine Ecke gefahren bei 30 km/h. Das macht keinen Sinn. Ja gut, wir schrauben ihn nochmal hoch und dann fahren wir gleich nochmal weiter. Bis gleich. So Leute, wir haben das Fahrwerk jetzt so um die 8 mm hochgeschraubt, vorne und hinten. Sind immer noch ein Zentimeter, knapp 0 mm tiefer als das Bielstein vorher. Okay, wir waren glaube ich einen Tick zu tief. Ach ja, da lief die Kamera glaube ich nicht. Wo wir zurückgekommen sind, war das Fahrwerk nach dem Fahren nochmal 1 cm tiefer. Das heißt, wir waren nämlich dann bei 300. Deswegen hat es wahrscheinlich auch. Deswegen hat es auch geschliffen. Ja. Weil wir, das Ding ist so nachgesackt. Auto ist jetzt auch frisch vermessen. So ein Zentimeter höher schrauben an Komfort schon ausmacht. Ist krass, ne? Ja. Das ist jetzt nochmal besser wie gestern. Das sage ich ganz, ganz, ganz oft zu den Leuten. Mach mal einen Zentimeter höher. Das macht doch keinen Unterschied. Dann sage ich, doch, bitte glaub mir. Dieser eine Zentimeter gibt dem Dämpfer diesen Restweg. Weil diese Mini-Erschütterung, die so ein Fahrwerk hat, das sind manchmal nicht mehr als ein halber Zentimeter. Oder 6 mm. Mehr ist das nicht, was das Fahrwerk da so arbeitet. Das ist nicht so viel. Oder lass es 1,5 cm sein, aber wenn du diesen 1,5 cm wieder 1 cm mehr gibst, dann hat er da einfach mehr Reserve. Umso tiefer er reingeht, umso härter wird es ja, weil umso mehr wird zusammengedrückt. Ne? Wahnsinn. Genau. Und irgendwann hast du ja auch im Dämpfer so eine Art Stopp. Wenn du da ich kenne ganz viele Freunde von mir, die fahren auf diesem Stopp und sagen, boah, mein KW oder mein so und so fährt echt gut. Wo ich mir denke, boah, Hase. Könnte noch tausendmal besser fahren. Nutzt doch nicht dein Auto. Ich könnte dieses Auto wirklich so lieb haben. Das ist unglaublich. Vor allen Dingen zu wissen, wie groß der Turbolader ist, so von der Optik. Und dann durch deinen rechten Fuß strömst du durch dieses Abgasgehäuse Abgase rein. Und dann passiert das hier. So. Ne, jetzt gerade nicht so. Jetzt gebe ich Gas, Drosselklappe auf. Du spürst es nicht, ne? Doch, na klar spüre ich es. Okay. Natürlich. So, Kurve. Wollen wir mal schauen. Autos sind natürlich jetzt tiefer als vorher. Ja, 964 Reifen kalt, natürlich relativ unangenehm. Oh, für Reifen kalt ist das schon ordentlich, ne? Ja. Also, du weißt auch, wie die Dinger gehen, wenn Reifen warm. Ja, klar. Ja, klar. Also als Fazit, wir werden erst ein wirkliches Fahrwerk-Fazit auf der Lassisee ziehen können, wenn wir das Fahrwerk dementsprechend testen. Dazu kommt, im Straßenverkehr ist es halt echt sehr schwierig. Ich kann nur meine Meinung geben, da müsst ihr mir glauben, Auto ist in Komfort besser als vorher. Knapp 10%? Ich hätte mehr gesagt. Also gestern hätte ich die 10% unterschrieben, heute sehe ich schon fast 15%. 15? Ja. Okay, Moro 15, ich 10. Performance-mäßig, was ich jetzt meine, also mein Vertrauensgefühl bei dem Fahrwerk ist einfach höher. Das ist einfach viel durchschaubarer. Und das viel bewegt jetzt im Raum, weil das Bielstein war nicht schlecht, das viel bewegt jetzt im Raum auch von 10%. Aber das ist halt schon was, ne? Also ich fühle mich besser, ich fühle mich wohler. Schwerpunkt zweiter Runden, was jetzt nicht ein riesengroßer Unterschied ist, aber es ist einfach geiler. Wenn du das Fahrwerk schon von vornherein hast, würde ich es lassen. Würde ich nicht wechseln. Wenn du auf der Suche bist in so einem Auto nach dem Fahrwerk, dann würde ich eher zu dem an tendieren, was jetzt drin ist. Ich will den Namen nicht sagen, weil sonst
ist es wieder hart in die Fresse Werbung und das will ich nicht. Hat das preislich einen großen Unterschied oder bewegt sich das im selben Raum? Ich glaube, das ist ein Tick günstiger. So, ich werde jetzt doch ein bisschen diesen lieblichen Klang dieses Fahrzeuges genießen. Und während ich das tue, stellt euch vor, wie, also stellt euch vor, wie ich das tue, und ihr guckt währenddessen einen Porn von diesem Auto. Okay? Yes. Deal? Deal. Yeah. Tschüss. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins, yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank, yeah. In a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah, I go. Nebenbei, das hier ist mein alter Schulhof. Ja, hier stand ich, da stand ich, da stand ich, hier stand ich. Weiter geht's. Over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over everything like ranch, going up across the map. Heating up like climate change, hold on, touch the thermostat. Hibachi volcano, light it up, my circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Krabs. I heard that my ex, man, she rolled by the crib and saw her turn into a sex shack. Bent back, face down, popping for the realest in the game.